Was ihr jetzt seht, ist die fantastischen Bilder, die ich euch mit der Hon-Drohne aufgenommen habe, von Südkorea, von Busan. Und wer Busan noch nicht kennt, viel Vergnügen. Say yes, say yes, say yes to the world. Up to the sky, let's fly away. Our dreams from Acapulco to New Orleans, let us get a brand new kick. Yesterday is far away. Let's take the next flight to LA. Oh, what a feeling. Today's a special day, so I say yes to the world. Let's fly away now, open up your heart. We all say yes to the world. Hello, hello now, open up your eyes to see the sun. Heaven when you find romance. Life is a beautiful thing. Free and easy, I can breathe the air. What a wonderful world. Let's fly away now, open up your heart. Y'all say yes to the world. Hello, hello now, open up your eyes to see the sunny side. Come on, say yes. Der Hon hat übernachtet im brandneuen, nagelneuen Novo Hotel Bangkok Sukhumvit Soi 4. Das ist die Soi Nana. Mitten in Bangkok, mitten in dieser Soi 4, fantastisch gelegen, 25 Stockwerke das Haus. Ich finde, das Hotel passt absolut gut hierher und hat, wie ich finde, sogar noch gefehlt in dieser Straße. Bringt ein bisschen frischen Wind hier rein und deswegen kommt jetzt hier, ich habe hier eine Nacht übernachtet, die Hotelbewertung.
Das Hotel ist brandneu und das merkt man natürlich fast überall, speziell am Personal. Ist noch furchtbar aufgeregt, extrem freundlich. Man möchte noch alles richtig machen, sind natürlich auch viele neue Mitarbeiter da. Und also ich muss sagen, das ist eigentlich eine Atmosphäre, die mir als Hon sehr liegt, weil wenn ich merke, dass Mitarbeiter noch engagiert sind, noch aufgeregt sind, noch Spaß haben, dann kann ich ja als Gast auch ein bisschen großzügig sein, indem ich dann auch versuche, das ein oder andere nicht so ganz so ernst zu nehmen, nicht ganz so böse zu sehen, wenn das nicht gleich geklappt hat, sondern eben zu unterstützen, damit sie merken, die Gäste sind eigentlich die Freunde des Hauses. Also, das ist ein neues Hotel und das merkt man und ich finde, das ist ein Go. Dafür gibt es gleich ein No-Go für das Housekeeping, sorry. Also die müssen hier wirklich, also von der Pike auf lernen. Wenn die das nicht in den Griff kriegen, ist das Hotel nicht nur in einem halben Jahr ein gut gefülltes Haus, sondern ein Haus, ich weiß nicht, wer da nachher übernachten will. Aber für ein gutes Vier-Sterne-Hotel erwarte ich als Hon hier extrem mehr. Das sind viele Dinge. Ich rieche natürlich noch, weil das Hotel neu ist, diesen... Das dunstet noch so ein bisschen aus, dieses Neue. Aber ich will auf keinen Fall noch Baustaub sehen. Ich möchte keine grauen, kleinen Dinge sehen, wo ich sage, das hätte man eigentlich beseitigen müssen und können. Ich finde, die Badewanne, die ja nagelneu ist, müsste sauber sein. Die Fenster müssten von innen, wir reden jetzt nicht von außen, sondern von innen, müssten die richtig schön sauber geputzt sein. Und das waren sie nicht. Sie waren fleckig, sie hatten viele Tatzstellen, wo man also mit den Händen dran war. Housekeeping, finde ich, muss hier wirklich noch viel Nachholbedarf an Lernprozess durchmachen. Weil, was mir auch aufgefallen ist, im Moment sind noch nicht so viele Gäste da. Dann saßen die auf den Betten und saßen auf den Stühlen im Zimmer und haben sich unterhalten. Das ist ein No-Go, also Kinder, ich meine. Also da muss das Hausmanagement extrem gut schulen und muss als Vorbild vorangehen, sonst wird das nichts. 25 Stockwerke, Rooftop-Bar. Also ich muss sagen, ein Wow-Blick. Ein Blick, der sich lohnt, mal zu erleben. Eine Bar, die man auch besuchen kann, wenn man kein Gast ist. Und der Blick einmal rundherum um Bangkok ist großartig. Was ich sehr negativ fand, war, die Stühle sind extrem schlecht, sind überhaupt nicht komfortabel, man kann sich nirgendwo anlehnen, das sind so Stühle, bleib mal eine halbe Stunde und geh mal wieder. Das ist keine Einladung, das ist keine Gästemanier, das ist nicht so unter dem Motto herzlich willkommen, wie viel welcome. Da muss ich sagen, da braucht das Hotel oben bei der Rooftop-Bar andere Stühle, sonst bleiben die Leute da nicht sitzen, sondern gehen wirklich nach einer halben Stunde wieder. Und es ist sehr zügig, weil es ist sozusagen ein Durchgang da. Und wenn die Luft auf einmal merkt, sie kann da zügig durchfliegen, dann zieht sie da durch. Und dann sitzt man dort im Zug. Das mag an heißen Abenden gut sein, aber es gibt ja auch so halblaue Abende und da wird es dann schwierig. Also tolle Rooftop-Bar, aber noch Nachholbedarf. Die Zimmer. Die Zimmer sind okay. Das Bett ist fantastisch. Die Kissen großartig. Aber ich hätte mir von der Einrichtung noch ein bisschen was für ein neues Novotel, noch ein paar schöne Details gewünscht. Ein bisschen was Heimeliges fehlt noch. Es ist eben doch sehr Business gemacht, obwohl ja, ich glaube, hier weniger die Business-Leute unbedingt herkommen. Es könnte sein, muss aber nicht. Und darum finde ich, hätte man noch an so kleine, schöne, warme Elemente denken müssen. Das fehlt und deswegen gibt es für mich, für die Zimmer, ein No-Go-Go. Also halb-halb. Was sage ich immer? Ein Restaurant, das gehört dazu. Und ein gutes Restaurant. Und ich habe das Restaurant getestet. Als Platinum-Member, die haben hier keine Club-Lounge. Was ein Wahnsinn. Ein neues Hotel zu bauen in Asien ohne Club-Lounge, finde ich ein No-Go. Und deswegen, also das passte mir gar nicht. Aber sie haben einen kleinen Ausgleich gefunden. Sie haben sozusagen die Möglichkeit, dass man eingeladen wird ins Restaurant oder auch in die Rooftop-Bar und kann dort ein Platinum-Member-Menü essen. Das heißt also, Platinum-Member, die im Le Club Accor sind, die bekommen hier ein Menü und das war ausgezeichnet. Es gab also, ich habe mir das ausgewählt, so Putentoast, das war sehr lecker, mit einem frischen Salat dazu. Es gab dann ein asiatische Ribs, also mal, wir erinnern uns an diese furchtbaren Ribs im Singapur, in der Singapur First Class Lounge, die waren nichts dagegen. Hier war das fantastisch, also das Catering ist hier großartig und das Dessert, da habe ich so einen Zitronentart genommen, fantastisch. Also das Restaurant ist zu empfehlen.
Es hat ein schönes Singapur-Bier, es hat also auch internationale Biere, es gibt Weine und die Mitarbeiter dufte großartig, zweimal go. Heißes Wasser fehlt mir noch. Also das heißt, es gibt zwar heißes Wasser, man muss aber noch sehr lange warten. Das heißt, da muss nachjustiert werden. Das sind jetzt noch so ein paar kleine Reste, die in so einem neuen Hotel natürlich justiert werden müssen. Also wie das heiße Wasser auf einmal ist, dann der Druck da, dann ist natürlich kochend heiß. Wenn man dann unter der Dusche steht, kriegt man das heiße Ding ins Auge. Das kann ins Auge gehen, das ist nicht angenehm. Da muss sozusagen noch was nachgearbeitet werden. Genauso auch der Aufzug. Das Thema Aufzug wird auf jeden Fall irgendwann zum Thema kommen. Da bin ich ganz sicher. Also das heißt, das brauche ich eigentlich gar nicht groß erwähnen. Ich mache es aber, damit ihr wisst, wovon ich spreche und wir dann nachher sehen, ob es dann passiert ist. Es gibt insgesamt 3 Aufzüge. Nur einer fährt zur Rooftop-Bar. Die anderen fahren zum 24. und dann muss man den letzten Rest laufen. Ich finde, man sollte ab 18 Uhr, wenn ja die Rooftop-Bar auch offen ist, viele Gäste auch kommen, weil sie den Sonnenuntergang erleben wollen, da sollte man den Aufzug Nummer 3, den sollte man so justieren, dass er durchgehend von oben nach unten geht. Das ist im Banyan Tree genauso. Da haben sie auch einen Fast-Aufzug, der geht ganz nach oben wieder zurück, damit die Leute schnell und bequem runterkommen und nicht ewig warten müssen. Und die Hotelgäste auch nicht ewig warten müssen. Und Aufzug 1 und 2 ist dann sozusagen nur zu bedienen mit einer Karte und deswegen für die Hotelgäste natürlich großartig. Das sollte das Hotelmanagement recht schnell kapieren. Und dann werden Sie auch merken, dass das funktioniert. Novotel Bangkok, Sukhumvitsoy Four, neues Hotel der Accor-Gruppe. Ich finde gelungen. Jetzt muss man sehen, was die daraus machen. Ich werde in einem halben Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen früher schon wieder nochmal hierher kommen, werde das nochmal sehen. Hoffe dann, dass dieser chemische Duft aus den Zimmern raus ist, dass das alles ein gutes, eingespieltes Team ist, weil wohlgefühlt habe ich mich in diesem Hotel auf jeden Fall. Ich denke, das erste Jahr gibt es bestimmt auch noch Sonderpreise. Also von der Seite, wer das Hotel mal kennenlernen will hier in Bangkok, das ist jetzt die beste Möglichkeit dazu. Und für mich heißt es jetzt wieder ab zum Airport. Auf geht's! Der Honda ist in Bangkok am Flughafen direkt jetzt angekommen aus dem Hotel. Gestern hierher gekommen aus Busan, aus Südkorea. Also hier in der Thai, nicht Royal First, sondern Royal Silk Abteilung, kann man sich zum Beispiel hier, wenn man noch ein bisschen Zeit hat, gemütlich hinsetzen. Dann hat man da drüben auf der anderen Seite, das zeige ich gleich, die Möglichkeit entspannt einzuchecken. Das heißt also, die Business Area hier in diesem Bereich von der Thai ist schon wieder sehr, sehr schön gemacht. Also das war so eine Zeit, ich habe das gerade gemerkt beim Check-in, ich habe schon eingecheckt. Letztes Jahr oder vor 2 Jahren waren die Zeiten hier bei der Umstellung nicht so leicht. Das trifft ja viele Airlines. Und für die Mitarbeiter war das nicht so easy, ja? Also nicht so leicht zu verstehen, dass sich das komplette System verändert. Ich kann das nachvollziehen, weil ich persönlich sagen muss, es ist schade. Denn gerade auch die Thai Airways hat ja Mitarbeiter, die mit besonders viel Herz und Freude und mit viel Liebe dabei waren. Wer das schon erlebt hat, ich habe das ja viele Jahre schon erlebt. Und von der Seite will ich aber jetzt nicht die Tränendrüse sozusagen hervorrufen und sagen, sondern wir gehen ja hoffentlich in bessere Zeiten. In bessere Zeiten für Airline-Mitarbeiter und natürlich auch in bessere Zeiten für die Flieger. Nämlich Flieger, die gerne reisen und die unterwegs sind und die Spaß und Freude haben, gut zu reisen. Und ich meine, die nächste Generation, die kommt, das heißt also die 60er, 70er Generation, die jetzt 60, 70 Jahre alt werden, die wollen natürlich einen fantastischen Service haben.